Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Fahrschulfreitag. In dieser Folge geht es darum, anfahren mit dem Auto, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Erklären tue ich das Ganze in 90 Sekunden. 90 Sekunden. Aber erstmal Intro. Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Fahrschulfreitag. In dieser Folge erkläre ich euch, wie man mit dem Auto vernünftig anfährt. Ist eigentlich ganz einfach. Müsst ihr euch nur das Video hier reinziehen. Ich mache es auch ganz schnell in 90 Sekunden. Ich gebe richtig Gas. Das Video ist eigentlich ein Video aus meinem Online-Kurs, den ich für unsere Fahrschule hatte. Aber jetzt ist er auch für dich for free. Puh. Boah, der war... den schneide ich wieder raus. Der war nicht gut. Aber er ist wirklich for free. Viel Spaß beim Anschauen. Die Sache ist folgende, hier auf der linken Seite haben wir ja drüber gesprochen, haben wir das Kupplungspedal. Das drücke ich jetzt einmal ganz durch, das trennt Motor und Getriebe. Dann lege ich hier den ersten Gang ein, zack, zack. So, und jetzt habe ich hier auf der rechten Seite das Gas. Da drücke ich ganz leicht auf das Gaspedal, nicht zu viel, damit wir nicht direkt losschießen und das Rennen gewinnen, sondern so ein bisschen nach Gefühl. Das halte ich dann fest. Und dann löse ich ganz langsam den linken Fuß bis zum Schleifpunkt. Und wenn ich merke, die Karre fährt los, so wie jetzt, dann halte ich das Kupplungspedal da fest an dem Schleifpunkt. Nicht fliegen lassen, sondern festhalten. Und erst wenn die Karre so 10 km/h erreicht hat ungefähr, dann kann ich den Fuß langsam von der Kupplung runternehmen. Und dann gebe ich Gas und die Karre läuft los. Also, jetzt drücke ich die Kupplung durch. Dann lege ich den ersten Gang ein. Hier rechts ist das Gaspedal. Und jetzt gebe ich ein bisschen Gas, das kann man sehen, dass sich das Gaspedal ein bisschen bewegt. Und in dem Moment löse ich langsam die Kupplung, aber langsam, nicht fliegen lassen. Und in dem Moment, wo ich dann praktisch die Kupplung an dem Schleifpunkt habe, das merkt man auch, da kommt dann so ein bisschen Druck, so, und da ist der Schleifpunkt. Jetzt bewegt sich das Auto und sobald das Fahrzeug ein bisschen in Bewegung gekommen ist, löse ich den Rest der Kupplung und dann kann ich den Fuß runternehmen von der Kupplung. Ja? Wenn ich jetzt wieder stehen bleiben möchte, ich die Kupplung ganz durch, dann betätige ich ganz langsam das Bremspedal, gar nicht viel, ein paar Millimeter, und dann steht er schon wieder. Okay, jetzt filmen wir das Ganze nochmal von draußen, damit ihr da einen besseren Überblick drüber bekommt. Das Auto läuft schon, wie man hören kann. Ja. Ich drücke jetzt die Kupplung ganz durch und jetzt lege ich den ersten Gang ein. Die Kupplung ist immer noch durchgedrückt. Jetzt kann man schon hören, dass ich ein bisschen Gas gebe. Und während ich ein bisschen Gas gebe, löse ich langsam die Kupplung. Nicht loslassen, nur ein bisschen lösen. Und ab geht da der Peter. Wenn ich dann merke, die Karre rollt zu 10 km/h, dann kann ich die Kupplung lösen. Wenn ich dann stehen bleiben möchte, Kupplung jetzt ganz durchdrücken, langsam auf die Bremse. Zack. Und dann bleibe ich stehen. Wichtig, jetzt nicht die Kupplung loslassen. Denn wenn ihr die Kupplung doch loslasst, passiert Folgendes. Ja, das sieht nicht cool aus. Alles klar. So, ja, das war's auch schon. Kannst du dir nochmal reinziehen, dann hast du es nochmal auf dem Schirm. Aber ansonsten ist es gar nicht so schwer. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Ich wünsche dir noch einen schönen Freitag, falls du es am Fahrschulfreitag gesehen hast. Falls nicht, jeden Freitag gibt es Videos über das Thema Fahrschule. Du kannst da abonnieren. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Like das Video, wenn es dir gefallen hat. Wenn nicht, auch okay. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Dienstags gibt es übrigens immer Videos zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Falls du da Bock drauf hast, ich denke schon. Das ist nämlich ein geiles Thema. Ne? Also, ich freue mich auf dich beim nächsten Mal. Also, wir sehen uns im nächsten Video, so meine ich das. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.